Jo Leute, damit heiße ich euch herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Formel 1 2014 zusammen mit dem Henne. Guten Tag. So, alles ein bisschen stressig, weil ich wurde getrollt. Wir hatten das alles aufgenommen schon, auch hier Malaysia Grand Prix. Und ja, ich habe die Folgen bearbeitet, plus irgendwie, also gerendert und geschnitten und ja, die Folgen sind weg. Und morgen ist Samstag. Das heißt, das Qualifying muss morgen raus. Das heißt, es ist alles ein bisschen stressig. Und das Spiel ist. Henne hat eigentlich. Ich wollte gerade sagen, Henne hat eigentlich gesagt, er möchte mir dazwischen labern, aber. Das Spiel ist gerade so unheimlich laut und du ist irgendwie noch lauter als das Spiel. Oh Gott. Ja, Optionen, so gehört sich das. Audio. Oh Gott. Kann ich nicht lauter machen, okay. Ja, und zwar der Grund, warum wir dann auch in verschiedenen Fahrzeugen sitzen für dieses Rennen, ist einfach der hier, dass wir das... Boah, ist das laut, warte mal kurz. Dass wir halt... Ist immer noch so laut, aber egal, geht jetzt schon besser. Dass wir halt das Rennen so gesehen nachsimulieren müssen, damit er seine Folgen hat. Und ja, dementsprechend kann es sein, dass ihr halt im nächsten Rennen andere Punkte seht, als wir die eigentlich haben. Ja, aber wir können ja eventuell schon mal darauf ansprechen, dass eventuell ein dritter Fahrer mitmachen wird. Eventuell, also das steht noch ganz weit in den Sternen. Und falls das der Fall sein sollte, können wir sowieso keine Koop-Meisterschaft mehr fahren, sondern müssen das halt so machen, wie wir es jetzt machen. Ja, richtig. Aber deswegen... Ja, mal schauen. Genau. Ich denke, wir werden die Koop-Meisterschaft weitermachen können, weil er einfach noch verpeilter ist als ich, so ein bisschen. Und überhaupt gar kein Zeit-Timing hat. Ja, so wie ich. Also wir hatten eigentlich vor, das Ganze auch schon viel früher aufzunehmen, aber irgendwie... Ja, Arbeit, Schlafen. Ja. Er ging mir nicht anders, nur hatte ich das Glück, dass mein Chef um 3 Uhr gesagt hat, das heißt 20 vor 3, ja komm, hör auf zu arbeiten, Rest Montag, ich muss auch noch weg. Dadurch konnte ich... Ja, du glücklicher. Ja, aber war halt auch nichts mehr zu tun und das hätte ich heute eh nicht mehr fertig bekommen, von daher, YOLO. Bist du schon am Fahren? Ja. Schon die ganze Zeit so nebenbei. Ich noch gar nicht. Voll vercheckt. Ja. Ja, dann fahren wir jetzt mal raus und hauen direkt Bestzeit raus. Wird auf jeden Fall interessant. Red Bull gegen Mercedes. Ein ungleiches Duell. Ja, zumindest 2014, ne? 2015 sieht es nicht anders aus. Ja, da hast du... Ja, genau. Wir können ja... Jetzt können wir sogar über das erste Rennen sprechen. Richtig. Hast du das gesehen? Nee, ich hab geschlafen. Ich hab's irgendwie so halb. Ja, ich bin, ich glaube, ich hab's verpennt und bin dann in, hab in Folge, welche Folge sage ich, in Runde 26 oder so eingeschaltet. Da waren glaube ich schon irgendwie 7 Autos raus oder so. Also ich hab von Anfang angeguckt, in Anführungszeichen, da bin ich irgendwie zwischendurch immer mal wieder eingepennt. War einfach zu krass, einfach an einem Sonntag um 5 Uhr war es, glaube ich, aufzustehen. Das war echt schon, boah, nee, musste nicht sein. Und dann halt auch, ist mir erst hinterher aufgefallen, dass halt verdammt wenige am Start waren. Irgendwie 12 Wagen sind überhaupt erst an den Start gekommen. So viele sind schon in der, hier... Einführungsrunde. Genau, ausgeschieden. Ja, warum kriege ich jetzt eine Verwarnung wegen Kollision, weil der mir reinfährt? Was ist denn das? Ja, komm, am besten noch 20 Sekunden Zeitstrafe drauf. Nee. Doch, 22. startest du. Nee, sowas passiert mir nicht. Ja, und dann halt habe ich auch nur noch so bruchteilmäßig verfolgen können. Weil er einfach irgendwie ziemlich müde war. Okay, dann frage ich dich direkt mal. Was hältst du denn von der Leistung des Ferraris? Also, ich habe natürlich auch so ein bisschen verfolgt, auch ein paar Artikel durchgelesen, aber ich finde, Ferrari ist im Gegensatz zum letzten Jahr um einiges besser. Allerdings darf man nicht vergessen, es ist das erste Rennen gewesen.
Es waren nur 12 Leute am Start. Aber ja. Und die haben ihre Arbeit irgendwie auch nur zur Hälfte erledigt, weil nur ein Auto ins Ziel gekommen ist und keine zwei. Deswegen, man muss ein bisschen mit Wehmut dahin gehen. Natürlich war das klar, dass Vettel dafür Aufschwung sorgt. Und dementsprechend werden die sich, glaube ich, auch weiterhin hinter Mercedes einsortieren. Und dahinter werden die Williams kommen. Ja, ich denke mal auch. Also momentan, klar, das ist das erste Rennen, da kann man noch nicht viel zu sagen. Aber es sagt halt doch schon einiges aus. Ja. Also was Red Bull da gebracht hat, das fand ich sowieso schon fast traurig. Ja, wo die mit einem Ausstieg gedroht haben und so. Die haben ja... Und... ja. René, red du. Ja, dass Williams quasi nur mit einem Wagen gestartet ist. Ja. Eigentlich schade. Ja, Bottas hatte irgendwas im Rücken, glaube ich. Genau, der hatte irgendwie Rückenbeschwerden. Da kann ich auch vollkommen nachvollziehen, wenn er da nicht fährt, weil ihr könnt euch nicht vorstellen, was das für eine Belastung für den Rücken ist. Richtig. Ups. Ja, Alonso durfte ja auch nicht fahren. Aber ja, dafür ist ja der Magnussen gefahren und der hat ja, ist glaube ich auch gar nicht gestartet, ne? Ne. Ah, ich weiß nicht. Ja, wie gesagt, Hälfte leider verpennt, war aber auch extrem früh das Rennen. Die haben das ja eine Stunde vorverlegt, einfach damit die nicht in die Abenddämmerung kommen. Und dementsprechend ja. Hat, glaube ich, halb Deutschland das so ein bisschen verpennt. Auch die Wiederholung habe ich verpennt. Ja, okay, die Wiederholung kam ja direkt nach der ersten Ausstrahlung. Ja, was ich auch ein bisschen hirnrissig finde. Also ich weiß, dass früher die Wiederholung damals auf DSF kam und das um 14 Uhr oder so, wenn es zu früh kam, das Rennen. Ja, besonders, sie sollen einfach die Assi-Serien rausnehmen um 14 Uhr und dafür da die Wiederholung bringen. Statt direkt nach dem Formel-1-Rennen die Wiederholung. Das ist doch so unsinnig. Ich meine, okay. Ja, dieses Hartz-IV-TV geht mir sowieso voll gegen den Strich. Sorry, dass ich jetzt Hartz-IV-TV nenne, aber es ist einfach... Also ein normal arbeitender Mensch kann dieses Programm nicht unterhaltsam finden. Ja. Und das ist einfach so vorausschauend und... Oh, nee. Und diese schauspielerischen Künste von denen. Oh nein! Was ist da denn passiert? Bertha, was hast du gemacht? Wie kannst du... Das ist sowieso das Beste. Oh Mann, es ist... Ja. Aber jetzt sind wir ja alle wieder Freunde. Ja. Was für ein Spaß denn? So behindert? Nee, erstmal einsaufen, ja. Ja, ich weiß auch nicht, wie man sich das angucken kann, ganz ehrlich. Ja, ich verstehe es auch nicht. Wie gesagt, die sollen einfach die Assi-Serien da rausnehmen um 14 Uhr und dafür Formel 1 kurz die Wiederholung zeigen, statt das direkt nach dem eigentlichen Rennen. Ich meine, 8:30 für den Sonntagmorgen ist immer noch recht früh. Ja, aber dieses Rennen ist ja jetzt auch nicht, sagen wir mal, viel später in Anführungszeichen. Das kommt 8:30 immerhin oder so, das eigentliche Rennen. Und da zeigen die keine Wiederholung, was ich ein bisschen... doof finde. Wie lange haben wir noch? Ich finde sowieso schon blöd, dass ich morgen arbeiten darf und das Qualifying verpasse. Also ich nehme mir das auf und guck's dann später. Das ist auch unmöglich. Habe ich früher auch gemacht. Schön den Stream laufen lassen kurz und dann... Ja, geht nicht anders. Also ich brauche das Rennen nicht zu gucken, wenn ich das Qualifying nicht gesehen habe. Ja. Ja, wobei ich das Rennen halt eigentlich immer gerne gucke wegen... der Start eigentlich gefällt mir am meisten, also das ist... Ja, Start in Monaco ist sowieso das Beste. Oh ja. Du bist Sechster, ich bin Siebter. Na gut, da müssen wir jetzt kurz mal die Reihenfolge ändern. Das schaffst du nicht. Du weißt, dass ich eben auf harten Reifen gefahren bin? Ja, ich auch. Und ich sehe deinen Teamkameraden vor mir, den werde ich jetzt erstmal abschießen. Ja, mach das mal. Ey, guck mal, ich muss in die Box und jetzt habe ich Bestzeiten. Ja, das ist immer so. Egal, ich fahre die Runde noch und dann fahre ich auf Mager. Ach scheiße, ich kann hier gar nicht hupen. Er hat ja, ich weiß. Mach mal Platz, du Idiot.
guckst du bei mir ab und an Road to PvP Rang 1? Nee. Doch, immer wenn wir am Gegner vorbeiziehen wollen, hupen wir erstmal. Wenn er keinen Platz macht, wird er abgeschossen. Voll gut. Lol, Assi. Wir geben ihm Überholsignal, wenn er... Okay, GG. Ja, wer ist Erster? Ja, warte, warte. Ich nehme mir den Windschatten von Rosberg. Windschatten ist hier aber leider nicht so OP. Nee. Bringt zwar ein bisschen was, aber in anderen Spielen bringt das noch mehr. DRS. Nee, du schnappst mir den ersten Platz weg. Das ist doch easy. Easy, easy. So. Fettgemisch. Und jetzt schön mit Windschatten in der DRS-Zone. Ich gucke hier jetzt gerade durch die Gegend. Ich habe keinen Bock, dass mir der Sprit ausgeht. Ne? Ja, ich glaube, der kann aber irgendwie nicht so wirklich ausgehen. Ich glaube, du hast immer noch so viel, dass du wirklich so lange fahren kannst, bis du halt in der Box bist. Ich guck die ganze Zeit auf die Liste links, um zu sehen, wo du landest. Ich bin momentan ersten Sektor gewesen, jetzt Sektor 2. Was hat dir denn die Zeit angezeigt? Leider. Lila? Nee, persönliche Bestzeit nur. Ja, siehst du, meine Zeit knackst du nicht. Warte. Ich weiß ja nicht, wie du die Runde gefahren bist. Abkürzungen. Du hast keinen Sprit mehr. Ne, sag bloß. Selbst wenn ich nicht Erster werde. So ein bisschen konzentriert bin ich ja jetzt schon gerade, ne? Kann ich gar nicht nachvollziehen. Was? Warum denn nicht? Voll einfach. Aber schnellste Rennen. Schnellste Qualifying-Runde hier. Ich muss sagen, Rosberg gibt mir auch gerade die ganze Zeit richtig schönen Windschatten. Ja, das ist ein blöder Wichser. Voll der Verräter. Oh, oh. Bäm. Da ist die 1. 1. Alter. Wie hast du die 6 Zehntel rausgeholt? Windschatten. Lol, bei mir läuft. Bei mir läuft. Bei mir fährt einfach mal die Feuerwehr vorbei. Auch nicht schlecht. Was hast du diesmal in Brand gesteckt? Ich zünd alles an. Ja, weiß nicht. Deswegen frage ich ja. Da muss ich nochmal rausfahren. Komm, gib Gummi. Und das mit dem Red Bull, ne? Hätte Vettel sich damals nie erträumen können. 2014. Nee. Ja, ich bin mal jetzt gespannt auf das Rennen an diesem Wochenende. Ja, ich bin erstmal extrem aufs Qualifying gespannt. Ja. Wie das wird, weil ich meine, die Strecke ist ja ganz allein schon ganz anders wie die von Australien. Ja, die haben letztens irgendwelche Werte gegeben. Irgendwie 75 Grad sind es im Cockpit. 80% oder 90% Luftfeuchtigkeit, ne? Das ist extrem. Also das ist wirklich... Das ist eine Hausnummer für sich. Ja, für die Fahrer ist das verdammt anstrengend. Das könnt ihr euch so vorstellen, ihr würdet in der Sauna sitzen und müsstet 60 Runden um die... Oh ja. Immer wieder selbe Strecke und es ist eine... Anstrengung für den Kopf. Ja. Für den Nacken. Ja. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Also ich denke schon, dass es einige von euch gibt, die sich das vorstellen können.
Aber generell für den ganzen Körper ist es einfach so eine Anstrengung. 75 Grad im Cockpit, dann die hohe Luftfeuchtigkeit und dann noch höchste... Nein, ich schaffe es nicht mehr! Höchste Konzentration, das ist echt... Wir haben 3 Meter gefehlt, da wäre ich über die Linie gewesen. Da hätte ich nur noch eine fahren dürfen. Scheiße. Ah, egal. Läuft doch. Lila eine Zeit im zweiten Sektor. Ja, wo siehst du das? Bei mir gerade. Ich fahre jetzt meine letzte Runde, aber ich glaube, ich kann die nicht zu Ende fahren wegen dem Sprit. Aber die eine Kurve, die verkackt es mir immer wieder. Ah, oh, ich guck dir jetzt zu. Oh, eine Runde Benzin noch. Du hast keinen Sprit mehr. Oh, ein bisschen verbremst, aber... Na? Ah, eine 1,41 immerhin noch. Der verbessert er einfach nochmal um ein Zehntel. Auch nicht schlecht. Hammerhart. Richtig geil. Gut. Ja. Ja, wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch bei uns beiden eine positive Bewertung da. Richtig. Und schaut, wenn ihr natürlich nichts mehr verpassen wollt, dann auch ein Abo. Richtig. Aber nur wenn ihr wollt. Ja. Also, wir zwingen euch nicht. Denkt dran, abonnieren kostet 5 Euro. Der Spendenlink ist ein Spaß. Also, wenn ihr das Rennen morgen dann auch sehen wollt, dann schaltet wieder ein bei Formel 1 2014 mit dem lieben Kevin. Wir sagen danke fürs Zuschauen. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Tschüss.